Was geht ab, liebe Leute? Hier ist wieder Dan28Tube. Ich bin Dan und willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Mal zocke ich den Fahrgeschäftssimulator Flasher. Aber zuerst werde ich wie immer hier die Steuerung ausprobieren. Nur mal so für die ganzen Leute, die sich nicht mit den Fahrgeschäften auskennen. Dieses Fahrgeschäft ist vom Typ Turbine und ist im Besitz von, ich glaube mittlerweile von Zinnecker. Früher als das Fahrgeschäft erstellt wurde, aber noch von einem Schausteller namens Arendt. Ach. Ich habe das ganze Zeug noch gar nicht an. Jetzt aber. Okay. So, dann machen wir mal die Plattform herunter. So. Und let's go, geht die Fahrt. Kann man irgendwie hier die Ansicht auch wechseln? Ja, kann man. Cool. Also das Ding ist definitiv gigantisch. Und laut. Ich mach mal ein bisschen leiser. So, und jetzt sind wir on ride im Fahrgeschäft. So, jetzt drehen wir dieses Ding mal rückwärts. Hä? Lol. Ah! Cool. Also, ich habe es rausgefunden, wie man die Sicht ändert.
Ja, toll. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte, dass es hier auf dieser Fläche landet. Dann mache ich es halt eben schön vorsichtig. So ist gut. Ja. Nein, 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 nein. So, ja. Nein, nein, nein. Nein, auf die Null. Auf die. Ja, gut. So. So, der Motor ist jetzt erstmal aus. Das Ding hat gepiepst. Ich weiß nicht, wie man die Bügel hochmacht. Nee, nicht die Bügel, ich meine die Plattform. Muss irgendwo bestimmt aber dran stehen. Oder halt auch nicht. Okay, dann geht das halt nicht. Man kann ja übrigens auch die Gondeln drehen. Oh, es dreht sich die da oben. Ja, toll. Lassen wir die hier auch mal drehen. Und die Propeller sind wieder laut. Wollte ich nur sagen. Hier sieht man mal dieses Fahrgeschäft übrigens im Originalzustand drehen, weil sich normalerweise während der Fahrt die diese Dinge auch drehen. Wow. Wild. Okay, das geht nicht. Tja. Gut.
So ist gut. Stopp, 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 stopp. Ja! Nice! Ja, ich krieg das Ding einfach nicht hin. Jetzt. Da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie die Platte will nicht hoch. Ja. Okay, ist eigentlich auch egal. Jedenfalls war's das jetzt mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.